Ich habe gestern mit einer Freundin eine Bergtour gemacht. Und zwar mussten wir da echt früh aufstehen. Also ich bin um 4:40 Uhr morgens aufgestanden, da hat mein Wecker geklingelt, sind im Dunkeln losmarschiert. Und das war auch so ein bisschen, ja, raus aus der Komfortzone, ein bisschen gruselig, da im Dunkeln losmarschieren. Wir hatten Gott sei Dank Stirnlampen und wir waren auch Gott sei Dank zu zweit. Und dann darauf, auf dem Berg sozusagen. Da waren dann ein paar Widrigkeiten, mit denen haben wir nicht gerechnet. Also ich habe schon gedacht, dass noch Schnee liegt, keine Frage, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass das wie eine Eisplatte teilweise ist, dann den Berg da hoch. Weil natürlich tagsüber ist es schon jetzt gerade bei uns echt warm, scheint auch jetzt gerade die Sonne, also fast frühlingshaft schon. Und da taut es natürlich und nachts friert das Ganze. Wenn es natürlich eine Bergstrecke ist und da liegt viel Schnee und es taut und läuft runter und es friert nachts, ja, dann ist es eine spiegelglatte Eisfläche. Und ich bin dann teilweise wirklich am Boden auf allen Vieren gekrabbelt, um gewisse Bereiche zu überwinden, weil wir nicht anders hochgekommen wären. Dann konnte man wieder normal gehen auf gewissen Stellen, aber dann war es wirklich so, dass ich zwei, dreimal echt auf allen Vieren dann da hoch bin. Aber wir sind einfach weitergegangen und haben nicht umgedreht. Natürlich hatten wir das falsche Equipment, ganz klar. Da hätte man so Eisendinger unten an den Schuhen gebraucht. Das gibt es ja, ich weiß gar nicht, wie das heißt, Steigeisen oder was, damit man einfach auf dem Eis quasi weiterlaufen kann. Das hat man aber nicht. Und wir sind ja auch dahin gefahren mit dem Auto, um dann eben loszugehen. Jetzt hätte man wieder umdrehen können, aber das ist einfach auch nicht so meins, dass ich dann sage, okay, ich gehe jetzt nicht weiter, ich drehe jetzt um, sondern die Situation ist jetzt blöd gelaufen, wir haben jetzt das falsche Equipment, man macht halt Fehler oder macht irgendwie was, was nicht so gut ist. Aber Lösungsweg suchen, weitergehen und lösungsorientiert sozusagen arbeiten. Also wir sind weitergegangen. Und das eigentliche Ziel war, dass wir oben sind auf dem Gipfelkreuz, wenn die Sonne aufgeht. Also das wollte ich immer schon mal erleben, oben auf dem Berggipfel stehen und den Sonnenaufgang von oben sehen. Und ja, durch diese ganzen Widrigkeiten haben wir dann, wir haben natürlich vorher schon gewusst, wie lang gehen wir ungefähr und deswegen sind wir auch so früh aufgestanden, damit wir das auch schaffen. Nur haben wir nicht mit den ganzen Widrigkeiten gerechnet, die uns natürlich dann immer wieder aufgehalten haben und uns ein Stück zurückgeworfen haben sozusagen. Und wir haben dann schon gemerkt, wir schaffen das nicht mit dem Sonnenaufgang, also dass wir oben am Gipfel sind. Aber es war trotzdem wunderschön. Wir sind dann weitergegangen und waren dann schon ziemlich hoch oben. Und deswegen war dieser Sonnenaufgang trotzdem extrem schön. Ich zeige euch nachher ein paar Bilder hier davon, mache so eine Bilderstrecke hier rein. Und ja, wir sind dann auch mal, haben uns dann hingesetzt, haben das auch genossen, den Moment. Weil es war ja dann schon wurscht, ob wir ein bisschen später weitergehen oder nicht, weil wir hätten es eh nicht mehr geschafft. Die Sonne ist ja schon aufgegangen. Und ich bin dann da so gesessen und habe gedacht, Wahnsinn. Also diese Freiheit zu haben auch, mitten unter der Woche einfach das zu machen, was ich will. Also ich muss ja in keine Arbeit fahren, ich arbeite ja im Homeoffice. Ich bin absolut so free. Und da habe ich echt, da war ich so dankbar und so glücklich und habe da oben echt so diesen Sonnenaufgang angeschaut, habe da in die Ferne geblickt, habe auch an meine Familie gedacht, an meine Großeltern. Ich habe nämlich am Tag vorher mit meinen Opa und Oma telefoniert und die haben dann gesagt, Mei, schön, dass du das machst, haben wir doch was richtig gemacht bei der Erziehung. Mein Opa ist so ein absoluter Bergtourengeher und voll der Sportler, immer Skifahren und alles. Da sage ich, ja, Opa, und sagt er, denkst ja an mich, wenn du da oben bist. Und schickst mir dann Fotos und dann habe ich gesagt, ja, das mache ich. Also ich habe dann auch an meine Familie gedacht und da hatte ich auch so ein echt extremes Dankbarkeitsgefühl. Dankbar sein ist auch immer ganz, ganz wichtig. Und auch Wahnsinn, was mir in meinem Leben widerfahren ist, dass ich eben das Business kennenlernen durfte, das grüne Business, wo ich selbstständig tätig bin und diese Freiheiten mittlerweile einfach tatsächlich auch habe, mir das erarbeitet habe. Dass ich da mitten unter der Woche, wenn eben keine Leute da sind, weil Wochenende ist da natürlich auch voll, wenn kein Mensch da ist, unter der Woche mir die Freiheit rausnehmen darf, da hochzugehen. Und das ist einfach genial. Das ist jetzt genau der Punkt, warum ich euch das jetzt hier in dem Video erzähle.
Das ist nämlich auch ein Stück weit das Arbeiten, wann, wo, wie viel und mit wem ich will. Und natürlich, ich habe ein Riesenteam, ich habe Passiveinkommen. Bedeutet, wenn ich mal krank bin und nichts arbeiten kann, dann läuft das Einkommen weiter. Oder wenn ich mal was anderes mache oder im Urlaub bin, das Einkommen läuft weiter. Das ist einfach wirklich genial. Aber es verdient dabei niemand weniger oder den letzten beißen die Hunde. Das gibt es ja nicht, weil ja jeder direkt bei der Company Partner ist. Aber ich habe jetzt schon diese Freiheiten und habe da echt so gedacht, Wahnsinn, das muss man ja, das geht ja gar nicht anders, als das in die Welt rauszutragen. Und warum erzähle ich das euch jetzt alles auch noch? Weil es natürlich darum geht, wie halte ich meinen Fokus? Wie bleibe ich dran? Was gehört da alles dazu? Und da passt diese Geschichte einfach perfekt. Also wir wollten da hoch, das war unser Ziel. Du musst immer zuerst ein Ziel haben, den Fokus. Also Sonnenaufgang, Berggipfel erreichen, Ziel. Und dann ist es so, wenn man einen Weg geht, dann gibt es immer Widrigkeiten, Rückschläge, Durststrecken. Also zwischendurch habe ich echt gedacht, Alter, also ich komme da nie hoch. Aber wir sind weitergegangen. Und es ist auch in allen anderen Bereichen des Lebens so. Entweder du drehst dann um und gehst zurück und bleibst da, wo du vorher schon warst, in deiner Komfortzone. Oder du sagst, okay, und jetzt packe ich es an, weil ich will da hoch. Und wenn es jetzt gerade nicht so passt oder ich das falsche Equipment dabei habe oder was auch immer, ich gehe jetzt trotzdem weiter. Weil es geht schon, es ging ja auch. Dann ging es halt mal teilweise auf allen Vieren. Dann haben wir das Ziel natürlich jetzt nicht erreicht, so wie wir das wollten, macht aber nichts, weil der Weg zu dem Ziel war ja das Wertvolle dran. Also dieses Weiterentwickeln, dieses Schweinehund überwinden, das sind alles so Schritte, dieser Weg zu dem Ziel, die einen ja in Wahrheit weiterbringen. Genauso, wenn ich ein Ziel habe auf meinem Vision Board und ich erreiche das vielleicht nicht, dann finde ich das auch nicht so schlimm, weil ich habe mich ja auf den Weg dahin gemacht. Das heißt, ich habe mich schon vorwärts bewegt, um dieses Ziel zu erreichen. Ich habe mich also schon verbessert und bin die Schritte gegangen zu diesem Ziel. Und das ist ja die Essenz aus dem Ganzen. Gut, dann sind wir weitergegangen, waren dann eben auf diesem Berggipfel. Also herrlich, ich sag's euch, auf so einem Gipfelkreuz zu stehen, das ist der Hammer. Und ja, das war einfach für mich ein Freiheitsgefühl. Und ihr kennt ja den Film Titanic wahrscheinlich, wenn man dann, wie die dasteht. Und dieses Gefühl hatte ich auf diesem Berggipfel. Also ich wette, sie hatte auch dieses Gefühl. Also es war ja nicht nur ein Film, aber Filme sind ja einfach so, dass sie sowas transportieren. Und jetzt sind meine Muffins fertig. Moment. Entschuldigung, jetzt war grad, wann sind meine Muffins gerade fertig? Egal. Also auf jeden Fall dieses Gefühl und auch so stolz sein, dass man es jetzt geschafft hat und da oben steht. Ja, dann ist es aber die Reise natürlich noch nicht zu Ende, wenn man ein Ziel erreicht hat. Oder für mich nicht. Man könnte ja dann sagen, okay, ich habe jetzt mein Ziel erreicht, super, ich mache jetzt nichts mehr. Wenn man da oben aber am Berg steht, dann muss man ja natürlich auch irgendwie wieder runter. Und es geht also weiter mit diesen Zwischenzielen, weiter zum nächsten Ziel. Also unser nächstes Ziel war dann einfach in dieser Geschichte jetzt, wieder runterzukommen von dem Berg. Und das war tatsächlich schwieriger als das Hochkommen. Mit dem hatte ich auch nicht gerechnet. Das war dann hat es schon noch ein bisschen mehr getaut. Und ich bin dann auch, ich glaube, ich bin zweimal hingefallen, aber so richtig. Also mir hat es die Füße weggezogen. Und einmal habe ich echt so gedacht, oh, mein Knie, da hat es mich so blöd. Aber es war alles gut, du musst ja dann weitergehen. Und ich glaube, durch diese Bewegung hat sich auch alles wieder regeneriert. Gut, ich habe heute extremen Muskelkater, aber in dem Moment, mir tut jetzt nichts weh, also das Knie oder so. Muskelkater ist, glaube ich, nach so Natur dann auch normal. Und dann war es so, dann musste man da auch über so einen kleinen Bergbach drüber. Und also ich wollte da so drüber springen und bin dann in dem Schnee auf der anderen Seite abgerutscht und stand dann echt mit einem Bein in diesem eiskalten Wasser drinnen. Und ja, das war halt dann auch so, was hätte ich denn machen sollen? Kann ich mich dann auch nicht hinsetzen, heulen und sagen, ich gehe jetzt keinen Schritt mehr? Also dann haben wir schon fast drüber gelacht. Und dann habe ich gesagt, jetzt habe ich auch noch einen nassen Fuß, also nassen Sockenschuh. Die Hose war bis zur Wade nass. Also es war ja auch eine Skihose.
Aber egal, da musste ja weitergehen. Uns fiel dann auch gar nicht auf, weil es waren dann so viele Sachen noch eben, dass wir da heil runterkommen, dass man da gar nicht drüber nachdenken konnte oder ich, dass ich in Wahrheit ein nasses Bein hatte. Und dann waren wir unten und hatten das nächste Ziel quasi erreicht und wir haben uns echt gefreut und die Julia hat so eine App, wo man dann sieht, wo ist man gegangen und das dann zu sehen, was man da schon geschafft hat. Und ja, in Wahrheit um 4.40 Uhr hat der Wecker geklingelt und es war ja dann später Vormittag und wir hatten das schon alles gemacht. Das war einfach so mega und auch dann dieser Moment auf diesem Gipfel zu stehen, hat alles, was an Widrigkeiten da war, einfach weggewischt, als hätte es nie gegeben. Und das ist jetzt so eine Botschaft, die ich euch auch mitgeben möchte. Es wird immer Widrigkeiten geben oder Umstände, die halt gerade nicht so passen. Aber geht's euren Weg, geht's einfach weiter. Das Ziel zu erreichen, das macht euch so stolz, das ist so ein geniales Gefühl. Und wenn dann das nächste Ziel kommt und die nächsten Widrigkeiten, erinnert euch an das Ziel, das ihr da schon erreicht habt. Oder macht euch ein Foto davon und packt euch das Foto aufs Vision Board. Also auf mein nächstes Vision Board kommt jetzt sicher das Foto, wo ich oben stehe am Gipfelkreuz. Ganz, ganz wichtig. Und seid stolz auf euch. Und setzt euch dann ein neues Ziel, ganz logisch. Wir haben schon das neue Ziel uns dann gestern gesetzt, nur zu dieser Geschichte, ich habe ja immer ganz viele Ziele, dass wir das natürlich nochmal machen, diese Tour. Und dass wir da halt tatsächlich früher losgehen müssen, damit wir das schaffen mit dem Sonnenaufgang. Dass wir jetzt vielleicht auch noch ein bisschen warten, bis diese spiegelglatte Eisfläche weg ist. Und dann aber auch eine Stunde früher losgehen, dass wir es wirklich auf jeden Fall schaffen. Und da, wenn man es halt mal gemacht hat und Fehler gemacht hat, dann lernt man ja draus und macht es nächstes Mal besser. Das ist ja auch so in der Arbeit oder in deinem selbstständigen Netzwerkbusiness. Du machst was und machst Fehler und kannst es dann eben vermeiden, dass dein Team das macht, weil du ihnen halt sagst, also da war ein Stolperstein, das hat nicht funktioniert. Das hat dann super funktioniert. Einfach auch mal ein Vorbild sein, die Dinge machen und dann sagen, was funktioniert nicht. Also ich bin ja als Mentor von meinem Team in jedem der Schuhe gesteckt, wo die drin stecken. Ich habe ja auch bei Null angefangen tatsächlich und habe meinen ersten Schritt gemacht. Man fängt immer bei Null an. Und ich möchte euch jetzt einfach dieses Positive da mitgeben. Ja, geht's mal raus aus eurer Komfortzone. Ich weiß, das ist so ein abgedroschener Satz, wenn schon immer jemand sagt, raus aus der Komfortzone. Aber es ist so. Steht's einfach mal früher auf. Macht's da schon Business, wenn noch alle schlafen. Oder macht's irgendwas, wenn ihr früher aufsteht. Habt ihr ja auch in quasi diese Zeit gewonnen zusätzlich, weil wir haben ja alle viel zu tun. Und ich habe mir das angewöhnt schon vor langer Zeit. Ich stehe immer eine Stunde früher auf, also wie vorher, damit ich einfach die Zeit habe, Dinge zu erledigen und mindestens eine Stunde am Tag quasi diese Dinge auf jeden Fall erledigen, diese To-Dos. Und ich habe dann einfach mehr Zeit in meinem normalen Tagesablauf. Und weitergehen, trotz Hindernissen. Also gebt es nicht auf, wenn es mal Widrigkeiten gibt. Das ist ganz normal, die gibt es überall. Sucht einfach Lösungswege und seid nicht das Opfer der Umstände. Also es ist jetzt eisig, ich drehe jetzt um, geht halt heute nicht, Pech gehabt. Einfach der letzte Tipp jetzt noch. Vision Board machen ist einfach so mein Top-Tipp. Das ist in Wahrheit so ein Teil meiner chaotischen Planung. Also seid bitte individuell. Das, was für euch passt, findet für euch das Passende. Was passt für dich? Also ich plane nicht mit irgendwelchen Planungssheet oder Excel-Listen. Ich plane aber schon. Ich plane mit so Zettel, das habe ich euch ja schon erklärt. Ich schreibe mir immer diese Sachen, die ich am nächsten Tag unbedingt erledigen möchte, auf einen Zettel auf und hack das dann ab. Das ist so meine To-Do-Liste. Und dann fällt mir irgendwas ein am Tag und dann schreibe ich das auch wieder auf den Zettel auf, damit ich es nicht vergesse, weil ich zwischendurch echt gute Ideen habe oder was möchte ich jetzt noch machen. Und das schreibe ich mir mal alles auf. Und meine Planung sind auch meine Vision Boards. Ich habe immer ein kurzfristiges Vision Board für 1-2 Monate. Dann habe ich eins,
was möchte ich denn für 2021, was möchte ich bis Ende 2021 erreichen? Und dann habe ich ein langfristiges, was möchte ich in 5 bis 10 Jahren erreicht haben? Also es gibt einfach so Ziele, die kann man nicht in einem Monat erreichen. Und das gibt aber diese kleinen Zwischenziele, die kann man schon in einem Monat schaffen. Und man braucht diese Zwischenziele, damit man dann zum großen Ziel kommt. Man darf da auch Fehler machen oder irgendwelche Dinge, die vielleicht jetzt nicht so optimal laufen. Das ist einfach besser, das zu tun und Fehler zu machen, zum Beispiel die falschen Schuhe anzuhaben, wenn man auf den Berg rauf geht, weil man mit dem Wetter so nicht rechnet. Das darf man machen, aber dann halt Lösungswege finden. Und das heißt jetzt bitte nicht, wenn ihr euch in Lebensgefahr begebt, dass ihr dann auch weitergeht bei so einer Bergtour. Dann bitte lasst es und dreht es um, weil da ist das andere schon wichtiger. Das war jetzt nur so eine Metapher, die Geschichte von gestern einfach mit dem zu verbinden. Was ist denn überhaupt Fokus halten, dranbleiben, aus der Komfortzone rausgehen? Und das war gestern wirklich ein aus der Komfortzone rausgehen. Aber was steht dann dafür? Also was passiert, wenn man das macht? Und das ist einfach genial. Und das kann ich euch nur mitgeben, das zu tun. Und es ist wirklich der Hammer.